Hallo! Wie bitte? Und er wird sich fragen, woher ich so viel Geld kriegen soll. Mittlerweile frage ich mich das allen Ernstes. Boah, sie können mir, ja, ich glaube auch, ey. Das ist unglaublich. Huch. Nee. Dann bauen wir einfach Kristalle ab. Die Möglichkeit, wodurch man am schnellsten dann daran kommt. Brauchst du den? Warte mal gucken, braucht denn irgendjemand? Nee, Traumscherbe, Turmalin, Knoblauch. Das kann ich Remy geben. Drehen. Nee, braucht keiner. Seele verkaufen. Welche Seele? Wir brauchen eigentlich für so viel Geld. Allein wenn ich mir angucke, wie viel braucht man hierfür? Sei gegrüßt, Nachbar. Ach, 1000, okay. Das wäre aber vielleicht gar nicht so schlecht. Durch den Garten könnten wir abernten. Ja, was für eine Lache. Weil da können wir dann unsere Sachen ernten. Also gar nicht so verkehrt. Die Sachen können wir dann verkaufen. Ja, Wally, du hast was zu tun. Winke, winke, Fenster. Ja, aber wir brauchen das Krams ja nun mal. Unser eigenes Haus ist tatsächlich einfach nur Nebensache. In erster Linie steht hier das Dörfchen. Ich glaube, desto mehr wir dann im Dorf machen, desto schneller kriegen wir unsere Fenster. Vermute ich einfach mal ganz stark. Okay. Wo ist Merlin? Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ihr Traumscherbe. Blaue Hortensie habe ich nicht, oder? Doch, habe ich. Ich habe auch die blaue Hortensie. Ah. Ah. Stimmt, wenn wir bei einigen Leuten hier schneller aufsteigen, dann kriegen wir auch Geld. Irgendeine Vorspeise. Ich hätte es. Hier bei ihm kriegen wir dann zum Beispiel 1000. Bei ihm, wenn wir ihn auf 6 kriegen würden, würden wir auch 1000 kriegen. Bei Remy kriegen wir jetzt dieses 500. Bei Ursula, okay, dauert's noch. Bei ihm würden wir auch 1000 kriegen, wenn wir ihm einen Fischsteak oder Eisenbarren bringen würden. Also, wenn wir ihn auf 7 kriegen, besser gesagt. Bei ihm hier, okay, bei ihm nichts. Dauert. Bei ihm würden wir auch einen 1000er kriegen. Also, wenn wir bei denen besser aufsteigen,
Kriegen wir da auch noch Geld. Und der ganze andere Rest wird verkauft. Schön, dich zu sehen. Brauche ich, das brauche ich. 800 bringt das Ding. Alter Verwalter. Und wieder 1000 drin. Ob ich auch wieder Dissersuchten bin? Ja. Natürlich. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. So, kann ich auch alles verkaufen. Steine brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Das ist echt super. Ja, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir, wenn Frucht bis nächste Woche weg ist wieder, ob ich das dann auch so mache, dass ich mir noch einen zweiten Spielstand erstelle und dass ich dann einfach für mich selbst das die ganze Zeit spiele. Bin ich echt so ein bisschen am Überlegen. Ich werde sicherlich nicht die ganze Zeit nächste Woche streamen. Huch. Okay, wie viel waren das nochmal? Einen schönen Tag noch. 2000, ne? Ja. Mhm. Ah. Das. Freundlichen Dank. Nee, nächste Woche fällt bestimmt ein, zweimal aus. Beziehungsweise kürzere Streams. Auf jeden Fall. Ob komplett ausfällt, muss ich noch gucken. Einmal definitiv. Wahrscheinlich der Mittwoch. So. Ja gut, Umzug geht größtenteils jetzt am Wochenende in die Gänge. Das wird meistens am Wochenende sein. Zumindest sofern so, oder so lange Fotos auf Reisen ist. Da ich kein Auto habe, geht das so dann, wenn er auch zu Hause ist. Na, wie geht's? Was war damit? Topaz. Brauche ich glaube ich nicht. Dein kann auch weg. Blume kann weg, Blume kann weg, Blume kann weg und Blume kann weg. 2000. Mhm. Wer brauchte nochmal den Knoblauch? Das Umstände gewesen ist. So. Ja, ich muss kurz überlegen. Ich bin noch nicht ganz. Heute ist nicht so der Denktag. Wie man merkt, wollte doch eigentlich nachgucken, wer den Knoblauch braucht.
Remy. Wo ist Remy? Remy ist irgendwo da hinten. Remy, so kleinen sieht man nicht. Remy? Remy! Ah, ist er wahrscheinlich in seinem Haus? Ich meine, das extra verzögert zu schreiben. Alles gut. Bonjour. Knoblauch. Ah. Woo. So, wenn ich ihn auf Stufe 4 kriegen würde. Viele Fortschritte mit Ursula. Ja, gut, da brauche ich Geld. Rufi Level 6. Donald Duck freischalten. Mickey Mouse Level 8. Wally Level 6. Muss ich gleich noch machen. Wenn weiter tapfer kommt, dann seltsames Geräusch. Geh nachsehen, was es damit auf sich hat. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Champignon-Pizza. Gut, geht nur, wenn ich Champignon habe. Wieder eine Glockenblume. Okay. Dann lege ich erstmal ein bisschen was in die Truhe. Ich bräuchte eine Truhenvergrößerung. Dafür brauche ich 20.000. 20 fucking 1000. Oh, Alter. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder in den anderen Wald. So. Hier kann ich nochmal sammeln. Das wollte ich gerade nicht. Aber wir haben schon ein ganz großes Gebiet hier fertig. Hier muss ich dann auch noch mal ein bisschen sparen. Weil wir dann auch wieder in die nächste Welt rein können. Auf jeden Fall jede Menge Knoblauch. Natürlich liebe ich das Teil, das werde ich immer tun. Aber in letzter Zeit bin ich so abgelenkt und es gibt so viele andere Dinge, die ich... Ja.
Geh du. Genau. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Braucht mehr Hartholz. Kettensäge habe ich leider nicht. So. Was ist drin? Lagunenkommode. Ja gut, da habe ich noch nichts. Ich bin im Wald. Ja. Findest du sowas nicht mitten im Wald? Alter, wie viele von diesen Dingern gibt's denn hier? In 300 Jahren sind wir dann hiermit auch fertig. Oh, Ska! So, was ist hier eigentlich? Aufgaben. Ah, das kann ich einsammeln. Nice. Ja. So. Da kommen die Echtgeldkäufe. Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe tatsächlich kein Echtgeld ausgegeben. Kann das machen. Deswegen, keine Ahnung. Wahrscheinlich, aber. Ich habe bisher noch kein Echtgeld ausgegeben. Vor allem müsste man es halt nicht machen. Es gibt halt tägliche Aufgaben. Dadurch sammelst du die Punkte. Und die kannst du dann hier drin ausgeben. Also ohne Echtgeld. Bisher. Also man müsste nur nicht mehr Echtgeld für ausgeben. Du kriegst halt, wenn du hier deine Aufgaben machst, kriegst du hier halt Punkte. Für das Event. Dadurch kriegst du die Dinger. Und du kannst dir dann mit den Dingern sowas hier freischalten, um die Wohnteile da zu kriegen. Und ja. Gestartet habe ich aber mit 8000. Weil Vorbestellerbonus. Also, jo. Außer, dass ich das Spiel gekauft habe, kein Echtgeld investiert. Würde ich jetzt auch so nicht machen. Hey. Habe ich genug Spiele, wo ich Geld für ausgebe. Ist jemand hier?
Moment, das ist jemand. Da ist jemand. Juhu! Entschuldige, ich habe mich zu lange in diesem Wald verlaufen. Brauchst du Hilfe? Das könnte man so sagen. Donald Duck und ich haben das Tal nach etwas durchsucht, das uns im Kampf gegen die Nachtdornen und gegen das Vergessen helfen könnte. Aber ich habe ihn irgendwie verloren. Oder vielleicht hat er mich verloren? Wie kann man Donald verlieren? Es ist einfacher, als du denkst. Wir waren im Wald der Tapferkeit, als die Nachtdornen uns den Weg versperrten. Und da haben wir gesehen, wie, ein dunkles Wesen die Kugel des Mutes von der Säule des Waldes entfernte. Dunkles Wesen? Das muss das Vergessen gewesen sein. Ursula hat mich davor gewarnt. Ich habe noch nie von ihm gehört, aber wer auch immer es war, es schien nicht freundlich zu sein. Aus heiterem Himmel hat es einfach einen Durchgang geöffnet und ist hindurchgegangen. Durch das dunkle Portal dort drüben. Dann rannte Donald durch das Portal und verfolgte das dunkle Wesen. Das war töricht. Vielleicht, aber wir mussten etwas tun. Ich wollte ihm folgen, aber er sagte mir, ich soll hier bleiben und ihm den Rücken frei halten. Ich wollte ihm widersprechen, aber einen Streit mit Donald Duck kann man einfach nicht gewinnen. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Es ist schon lange her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Hey, da du es geschafft hast, die Dornen zu entfernen und mich zu finden, bist du vielleicht mächtig genug, um durch das Portal zu gehen und ihn zu retten. Ich bin schon dran. Wow, ich wünschte, du wärst schon vor langer Zeit ins Tal gekommen. Du hast etwas Besonderes an dir. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass du das schaffst. Geh einfach durch das Portal und keine Sorge. Ich werde auf dich warten, wenn du zurückkommst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Gut, ich könnte da jetzt einfach durchgehen. Ich könnte, wenn ich wollte. Guck. Mal gucken. Jetzt mal wissen, was hier sonst noch ist. Das ist auf jeden Fall wieder einer von Goofys Ständen. Hier komme ich noch nicht dran vorbei. Da geht's wieder runter. Da hinten ist Eis. Da geht's dann wahrscheinlich Richtung Elsa und Co. Äpfel habe ich. Wie teuer ist der Stand? Einen schönen Tag noch. 1500. So, der nächste Stand zum Kaufen und Verkaufen. Oh, Paprika gibt's hier. Das ist gut. Verkaufen. So. Ich frage mich, wer das alles bezahlen soll. Soll man so viel Geld denn nehmen? So viel kann man auch gar nicht sammeln. Der Platz ist einfach nicht da. Hier, da ist irgendwas zwischengebackt.
So, da gehen wir gleich auch noch rein. Ins Häuschen. Ich möchte wissen, wie viel man für das nächste Gebiet braucht, um es freizuschalten. Wahrscheinlich lieber nicht. Zehntausend. Hier komme ich noch nicht rüber. Der Bereich bleibt mir noch verwehrt. Okay, dann gehen wir erstmal ins Häuschen. Brauchen! Willst du einen Schneemann bauen? Da ist noch was. Ob ich jetzt einen Ohrwurm habe? Zu tun. So, was ist da jetzt drin in dem Ding? Bitte lass es was Schönes sein. Oh. Okay, hatte ich jetzt nicht so viel von. Alles gut. Wieso? Ich habe nur mit meiner besseren Hälfte geschrieben. Eine bessere Hälfte braucht man wieder länger, bis sie nach Hause kommt. Leider. Nö. Ich kann ihn noch kochen. Jo. Nein. Oh, okay. Machen wir mal Knoblauch. Ei. Oregano. Jo. Sagen wir so, ich bin's gewohnt. Das und Weizen. Und kochen. Nudeln. Und Mais. Das. Lauch. Und Knoblauch. Und Basilikum. Bleibe ich wieder bei den ekelhaften Crackern. Zuckerrohr. Kommt wahrscheinlich Obstsalat bei raus.
Wenn ich jetzt Mais, das Oregano mache. Lerne ich bei gegrillten Gemüse. Sogar Tomaten. Das wird Obstsalat, hundertprozentig. Ne, auch wieder Cracker. Cracker sind sehr beliebt. Naja, ich brauchte ja Essen. Stimmt, ich könnte auch relativ viel kochen und das verkaufen. Ginge auch. Wo ist der Unterschied bei diesen beiden Crackern? Ich koche einfach noch mal ein bisschen was. Das verkaufe ich gleich alles. Nochmal Zuckerrohr, Tomate, Knobi. Und Weizen. Warte mal. Zuckerrohr. Tomate. Ja, Tomate schmeiße ich neben den Topf. Das. Basilikum. Weizen. Knobi. Lande ich immer noch bei Nudeln. Ganz komische Nudeln. Wo ist denn nur mit Tomatensoße? Ja, das geht irgendwie anders. Das hatten wir auch schon mal. Nudeln mit Tomatensoße. Sammlung. Irgendwo hatten wir das. Paprika Gebäck. Sind die normalen Nudeln? Fischsuppe. Oder hatten wir das nur bei Ratatouille da? Nimm. Es kann auch sein, dass wir das überall. Ah, ne, Nudeln mit Gemüse hatten wir bisher nur. Nudeln mit Gemüse. Spaghetti Arrabbiata. Gibt's da noch? Trinken tue ich gleich. Nudeln mit Fisch gibt's auf jeden Fall noch. Arrabbiata, da fehlen uns wahrscheinlich noch Zutaten für. Das sind halt die Standardnudeln. Leider. So. Aber dann kann ich erstmal was verkaufen. Verkaufe ich unsere Nahrung. Bringt Geld. Na, ist das Vanille? Nee, ist Raps. So komisch aus. Verkaufen. Gut, das bringt so wenig, das kann ich auch behalten. So, 2000 kriegen wir dafür. Hallo Masuna. Bergbauprinzessin wieder durchs Gummibärland. Oh. Nein, gar nicht. So. Ein paar Gerichte verkauft.
Okay, 2000. 3000 haben wir. Jetzt wieder die Frage. Ja, mal gucken. Teuer wäre das hier. Sei gegrüßt, Portal. Ja, zum Portal gehen wir ja gleich noch. Das ist 10.000. Freundlichen Dank. Das kostet 2.000. Hallo. Der erste Laden kostet auch nochmal 1.000. Mach ich. Damit ist der voll ausgebaut, glaube ich. Ja, der ist voll ausgebaut. Einen schönen Tag noch. 2000. Hey. Machen wir. Haben die Reihe dann erweitert. Okay. Wie teuer kostet es danach? 3.500. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, gut. Aber hey, wir haben das hier wenigstens mal fertig. Schön, dich zu sehen. So, erstmal ein bisschen was kaufen. Yep. Im Blick versteckt euch eure Männer. Wieso? Der Blick ist auch sexy. Okay. So, richtig schick. So. Taufe. Das ist sich bei dir Scherz noch nicht gebrochen. Hey! Ich mag meinen Charakter, ja. So.